wissen, dass ich mir weniger Gedanken um meine Person mache und dass solche Sachen nicht wichtig für mich sind, sondern dass es viel entscheidender ist, das Gefühl zu haben, vielleicht etwas leisten zu können noch und noch helfen zu können. Ja, danke Thomas, danke für deine Hilfe mit diesem historischen Plakat aus der Choreo von 2013 zur Wiedervorlage sozusagen. Danke für deine Hilfe in dieser besonderen Situation und willkommen zurück. Willkommen euch allen bei Werder TV Insight mit Thomas Schaaf als Interimstrainer des SV Werder für die Profimannschaft. Natürlich wissen wir innerhalb 7 Tage, wie viel kannst du da bewegen? Ich habe die Erfahrung schon mal gemacht, in relativ wenigen Tagen direkt da zu sein, da sein zu müssen. Und als ich meine Profitrainerkarriere gestartet habe im Bundesliga-Bereich, war es ja noch viel, viel kürzer. Und 2 Tage waren es, um genau zu sein, im Jahr 1999 bis zum entscheidenden Spiel gegen den FC Schalke 04 und dem jetzt schon legendären Treffer von Christoph Dabrowski. Thomas Schaaf hofft auf Hilfe von oben. Nee, da kommt nur ein Ball angeflogen. Und der Freistoß, wie immer, wie alles, ausgeführt von Andreas Herzog. 5 Bremer im Strafraum, auch der längste Christoph Dabrowski. Und der Ball kommt zu Dabrowski. Christoph Dabrowski. In den letzten Spielen hat er gerade mit dem Kopf so viel Unsinn veranstaltet. Ausgerechnet er erzielt das erlösende 1:0. 9 Minuten war der U21-Nationalspieler auf dem Platz. Und so erlebte Thomas Schaaf das erste Tor seiner Mannschaft als Chefcoach. Und er kann ja noch richtig feiern, wie damals, als er selber noch dabei war. 292 Mal trug er selbst das Werder-Trikot in Bundesligaspielen. Genau so ein Happy End wünschen wir uns natürlich alle auch für diese Saison. Wie Thomas Schaaf und sein Team das Ziel Klassenerhalt erreichen will, sagte er in einer Medienrunde. Es gibt jetzt eigentlich die Chance nur, das Team so anzupacken, dass sie mehr an sich glauben, an ihre Fähigkeiten mehr glauben und das eben auch beweisen wollen und da mit dem Team dran arbeiten. Ja, und diese Arbeit dafür, die läuft bereits im Quarantänetrainingslager in Barsinghausen. Ja, da bewegt sich etwas offensichtlich. Torschusstraining habt ihr unter anderem auch gesehen und das klingt ja immer ein bisschen einfach, aber Torschusstraining ist auch immer ein probates Mittel, um sich der eigenen Stärken wieder etwas bewusst zu werden. Es ist ja so, dass Davy oder Niklas oder Milot ja auch Tore geschossen haben. Wir haben ja eine Erwartung, weil sie auch etwas schon nachgewiesen haben. Und das wollen wir natürlich wieder erleben. Notwendigerweise direkt am Samstag, wenn es gegen Borussia Mönchengladbach um den Klassenerhalt geht. Ja, und dann bringen wir hoffentlich so gegen 17.20 Uhr, 17.25 Uhr dieses Plakat noch einmal zur Wiedervorlage. Vielleicht dann noch etwas größer. Ja, und bei dieser Gelegenheit, da wollen wir eines aber auch nicht verpassen. Nicht nur danke Thomas, auch danke Florian. Danke für deinen Einsatz für den SV Werder. Danke für viele schöne Momente und alles Gute für die Zukunft.